Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play New World. Ja, wir machen wieder eine Aufnahme. Ich mache hier gerade eine Aufnahme-Marathon-Session. Ich glaube, ich bin hier mittlerweile schon bei 13, 14, 15. Ist, glaube ich, die Aufnahme 15. Lexi und ich, wir machen hier gerade Emojis. Ich möchte recht herzlich noch den Herbert aus Wien begrüßen, der Herbert Icke. Hallo? Und den Lexi. Hallöchen. Und was wir geschafft haben, wir haben schon eine Kompanie gegründet. Aha. Aha. Gut, Lexi. Attacke. Hier und hier in die Richtung müssen wir. Das muss ich vor allem, die ganzen Videos muss ich ja alle noch schneiden, rendern, bearbeiten. Thumbnail. Ich hab doch was für dich. Wolltest du noch eine Muskete haben? Ja, ich weiß gar nicht. Hast du denn noch eine? Ich hab eine, ja. Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich die her, wo ich meine verbrate. Ich war zum Handeln eingeladen. Ja. Dann, wie geht denn das? Ich schieb die mal. Hab ich schon mit irgendeinem probiert. Mit Nexana hatte ich das probiert. Irgendwann ging das nachher. Ach so, der Gegenstand ist an mich gebunden. Nee, tut mir leid, der ist an mich gebunden. Die, kann also, nicht die hast du selbst gebastelt, ne? Die habe ich angelegt. Hätte ich sie nicht angelegt, dann wäre sie noch nicht gebunden. Also ausgerüstet. Oh, mach gut. Ja, die habe ich gebastelt, ja, das stimmt aber. Ja, na, dann ist sie klar. Nee, aber du musst sie... Und dann angelegt, nicht. Genau. Du kannst sie basteln im Menü, aber wenn du sie anlegst, dann... Dann wird sie gebunden. Genau. So, wir sind im Land der Gegnerstufe 6 angekommen. Ein hier. Schaf. Warte. Nee, das ist ein Wolf. Achso, du hast ein Schaf gefunden. Nein, ich habe kein Schaf und kein Nickel, habe ich jetzt erledigt. Ich habe auch Knast, hallo? Nee, aber hier lag ein Wolf rum. Gibt es noch ein Wolf? Leben und Leben. Ich muss endlich mal wieder was zu essen holen. Ein bisschen Holz hacken auch. Ich bring mal einen Wolf mit. Achtung. Super. Da ist noch einer. Ich muss mir unbedingt was zu essen machen. Warte, ich bin doch noch nicht so weit. Ich muss erst das Fleisch rausnehmen. Danke. Wie machst du das? Du hast geskillt, ne? Mhm. Ist ja... Ja, da kriegst du Heilung ein bisschen. Ne? Ja, ich sehe das schon. Das macht sich im Turm ganz gut. Oh, ich krieg ja eine Tüte mit. Dank, nehme ich mit. Na komm. Okay, immer geradeaus. Wir sind fast da. Nee, warte, ich habe doch hier gerade einen Quest. Hier müssen wir lang. Genau, Lexi. Ich habe mich eben vollkommen beim Drehen. Was ein Geschrei hier immer. In den Turm war ich erst eine Weile. Wenn dort der Haufen Leute oben stehen, dann macht das richtig Spaß. Da kommen auch die Gegner immer gleich wieder. Da war ich noch gar nicht drin, Lex. Das ist das ja. Das würde ich erstmal testen. Nee, warte mal, bei den Turm, den habe ich noch gar nicht. Das ist ja Fragezeichen, den kann ich noch schnell entdecken hier. Löwe. Hier war ich schon. Löwe, genau. Oh, hier Gegner Level 20, ey. Oh, zum Glück stehe ich hier auf der Klippe. Das ist gut zum Weiten, da kann man den Gegner über die Ferne mal ein bisschen anpumpen, wenn man das scharf hat. Los, dann müssen wir jetzt rein in den Turm, ne? Oder wie? Den müssen wir nicht, das ist nicht der. Achso, welcher ist denn das? Der ist wir ja noch 120. Noch ein Stück weiter Richtung Osten. Oh, was gibt's hier in dem Turm? Hier sind richtig starke Gegner drin, ich weiß. Von denen habe ich schon Haue gekriegt. Ja, das ist der Turm, ja, mein.
Zeltlager verfügbar. Warte mal, der hat mir gerade erzählt, ich kann hier ein Zeltlager einbauen. Wo mache ich das mal? Ach, mir fehlt ein Feuerstein. Liegt ja einer. Das sieht doch gut aus. Wenn ich da jetzt mal ein E drauf drücke, dann ist dein Zweck da, oder wie? Dann ist es für dich. Na, probier's mal, mach mal. Weil mich das mal interessiert, auch mal. Ja, eigentlich nicht. Und jetzt? Nur noch mein Feuerlager. Ist das denn jetzt unser gemeiner? Ja, das ist jetzt deins und meins. Aha. Das ist das Schöne, wenn du unterwegs welche findest, kannst du die halt immer schnell nutzen auch. Ne? Du nimmst das niemanden weg. Gut, dann lass uns kämpfen. Komm mal hier rein, dann müssen wir wirklich zur Treppe vorgehen. Oh, was gibt's denn hier? Bogen. Dann kannst du den mitnehmen, ne? Dass ich immer mit meinem R drücken hier. Jetzt hast du einen super Move gemacht. Ja. Wo ist denn die Treppe? Andere Seite vom Haus müssen wir. Wo gehen wir lang? Hier oder gut? Wir sind hier schon längst gekrochen jetzt. Logbuch der Tode. Jetzt wohin? Ach so, suche nach Verbindung, Hinweis, Verbindung des Einsiedlers zu den Seelenwächtern. Habe ich gefunden. Durchquere das Seelenwächter-Siegel. Siegel. Ah ja. Weißt du auch noch nicht, ne? Wir können ja mal hochgucken gehen. Bist du schon oben? Ne, ich bin auf der Treppe jetzt. Ich warte hier auf der Treppe, die hier hochgeht. Ich guck mich hier gerade ein wenig um. Hier ist noch eine Urne der Armen. Die nehme ich mit. Was haben wir hier noch? Oh. Bist ja du. Der Große oben da? Was? Hier gibt es nämlich immer einen großen Gegner hier. Nee, leider nicht. Da oben. Also das Siegel hier, habe ich doch schon gekämpft. Ja, die kommen immer wieder, die Gegner. Hier kannst du richtig schön Punkte machen. Dann gehen wir woanders hin. Ah!
Und die komischen Geister, die kommen immer raus. So. Brauchst noch ein bisschen Gesundheit, warte. Vor die Füße und dann halte ich mich gerne. Hier, jetzt kommt der Große. Und jetzt, dann müssen wir uns gleich mal deine Aufgabe angucken, was überhaupt jetzt was du jetzt machen willst. Damit der. Du musst ihn benutzen, dafür. Meine Aufgabe ist, durchquere das. Ist das dieses Tor dort hinten, das Leuchten in der Wand? Hä? Ist das Leuchten im Tor in der Wand dort? Weil durch Quere würde ja passen, oder? Jo. Aber ich kann ihn noch nicht durch, ne? Natürlich. Alexi, du musst mir helfen. Da komme ich noch nicht rein. Für mich ist das nur ein Wasserfall. Da muss ich erst an die Punkte von der Quest kommen, damit ich mir helfen kann. Da müssen wir eben dann, muss man noch warten, dann müssen wir erstmal meine Quest weitermachen. Besiege den gefallenen Seelenwächter. Oh, Hilfe! Ja, mach ihn platt. Was ist das Problem? Logbucheinträge nehme ich alle mit, die lese ich alle mal extra. Ist ja genial. Kann ich hier hochklettern? Nee. Er ist das Gefallen der Seelenwächter. Ach, den muss ich jetzt besiegen. Lexi, jetzt muss ich wieder zu Jonas Dingensbumski hin, verdammt nochmal. Dafür muss ich erstmal wieder in die Stadt und dann kann ich einen Schnellreisepunkt wieder wählen. Bist du noch beim Kämpfen hier, Lexi, oder was? Wie bitte? Boah, Lexi ist hier noch beim Kämpfen. Ich gebe ja, hier Quest sind noch ab. Oh, hier sind so viele Leute drin, hier gibt es dieses Gerampel. Lexi, ich gebe mir noch, ich geh noch meine Quest abgeben. Ne? Ja, achso, du machst Schnellreise oder was? Ja. Junge, Junge. Dafür gehe ich in die Stadt. Thank you.
hier so ein paar Privilegien jetzt hier, weil wir jetzt hier so eine Gilde gegründet haben hier, eine Kompanie. Mit den Schnellreisen, Lexi. So, jetzt gehe ich hier zu dem Schrein der Schreine. Wo war das hier jetzt? Wo war dieser Schnellreise, das Schnellreiseportal jetzt hier? Muss doch hier sein, das war doch hier auch. Mist. Mist. Gebietsplanungstafel. Muss ich auch noch alles machen. Wo ist der Schnellreiseportal? Ich bin doch hier neben so einem Schnellreiseportal rausgekommen. Wo war das denn? Da ist Jonas. So, auf zu Jonas. Ich meine, langsam fummelt man sich hier richtig mit ein, finde ich, Lexi. Ja, man kommt gut rein. Verzeihen. Oh. So, jetzt sind wir ganz alleine. Oh. So, jetzt müssen wir zu Jonas rüber. Quest abgeben, dann haben wir das auch geschafft. Eine Angel muss ich auch noch machen. Habe ich eine erste gebaut? Ich habe auch noch zwei Fasern, wenn ihr müsst. Der Geist der Verlorenen vor mich. Erinnere mich an Gesichter. Stufe 13. Ausgraben, die lieber in Vergessenheit bleiben sollten, interessiert mich nicht. Ich suchte nach ihnen, ja. In anderen Zeiten, vergeudeten Zeiten. Überall, in ganz Eternum, oder was unter Eternum? Ich war wie Adamant. Ich erinnere mich an Stein und Eisen, an Meißel und Schaufel. Vielleicht in den Bergwerken, die Adamantminen. Oder klar, mache ich mir alles an dir. Ich liebe es. Sag mal, der Kreis, der sich da unten um die Tasche schließt, der heißt doch nachher, dass ich das Ding basteln kann, ne? Nee, unten die Tasche, das ist wie voll. Ach, wie voll. Ein Quatsch, was ich gerade erzähle. Ah, ich bin schon wieder überladen. Jetzt suche in der Adamantmine nach Hinweisen auf den Untergang der Seelenwächter. Naja, logisch.
hier ist ein Schlafen. So, jetzt haben wir schon wieder Charakter. Ausrüstung 5, Gesundheitsbonus 17, ja, hier kommt 2 Punkte zu. Haben wir auch 29. Yeah. Stufenbelohnung betrachten, da war ja was. Die Chance bei den einigen Leuten genug Schaden zu machen, dass du die Punkte kriegst. Ist das das hier, göttliche Umarmung für diesen Lebensstar? Da musst du mal durchlesen, ich muss erstmal jetzt in Deckung gehen hier. Guck, ich habe auch gerade mal einen Skillpunkt gekriegt. Das nennt sich gegenseitiger Schutzsphäre, Boden bei Heilung. Schutzsphäre. Oder ist das hier göttliche Umarmung oder gesegneter Boden? Gesegneter Boden, das ist das mit dem Kreis, was ich gemacht habe. Kann ich noch nicht machen. Kaufe zum Freischalt den vorherigen Zweig. Also du hast erst den ersten Zweig komplett zu Ende gemacht. Ach so, ne? Nee, ich habe auf jeden Fall Absolution habe ich auch genommen. Ja, aber ich habe bloß einen Punkt. Und dann kann man auch noch machen Schutzsphäre. 25 Mana. Jetzt habe ich noch einen Punkt genommen. Heiligung und Belohnung gehen verloren, wenn du nicht zurückkehrst. Wohin soll ich denn zurückkehren? Was ist das? Deine Beteiligung? Hast du das auch schon gehabt? Deine Beteiligung und Belohnungen gehen verloren, wenn du nicht zurückkehrst. Wen meint er denn hier? Den? Für die Quest oder sowas? Oder wie? Hast du endlich aufgegeben? Viel zu alt, um mich an mein Alter erinnern zu können. Die Stimme ist genial. Menschen können auf der Insel ewig leben, doch menschliche Erinnerungen wären nicht ewig. Das ist womöglich der Grund, weshalb wir nicht verrückt werden.
Ich hoffe, dass auch du lange genug leben wirst, um vergessen zu können. Also ich muss sagen, dieses kleine Beil finde ich eigentlich richtig gut. Ist das schnell oder was? Das ist auf jeden Fall das große Beil ist ja ziemlich schwer. Das stimmt. Das kleine Beil ist halt so schnell wie ein Schwert, wie das. Also wie ist wieder der Unterschied zwischen dem Schwert und dem Rapier? Und zwar hier eins kann man noch was. Alles klar. Oh ja, in der Adamantium-Linie. Zeltlager. Ich gehe jetzt erstmal zu plus abgetragene Grotte, dort muss ich was erledigen. Ich würde die Waffen gerne auf den Knopfdruck wechseln, weil das geht das eigentlich überhaupt. Dann müssen wir das ganze Ende zu Fuß gehen. Hier ist Windkreis, mein Lager und hier oben müssen wir noch ein ordentliches Ende zu Fuß gehen. Sortieren. Nach das Leichteste zuerst. Nächste geht gerade spazieren da hinten. Ja, ich habe hier in der Nähe die nächste Quest. Ja, und ich habe hier mein letzter Todesfall. Ich habe hier noch ein Fragezeichen auf der Karte. Da dachte ich, da gehe ich gleich mal hin. Das ist ein riesengroßer Tempel, Turm, Dings. Schnellreisepunkt. Gut. Und schon sind wir wieder
am Ende und ich möchte mich wieder recht herzlich verabschieden und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends, euer Quincy. Tschüss.